Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zu D-Rail Valley. So, ich habe jetzt hier ein paar Züge nochmal hingebracht und ein bisschen rangiert. Ich bin jetzt bei etwas über 200.000 und ich denke mal, wir haben Dampflok-Erfahrung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, also so viele Probleme, wie wir mit der Dampflok hatten. Das sollten wir uns einfach schenken und deswegen gucken wir mal, ob wir hier die Lizenz bekommen für unseren neuen Zug, den DE6. Und dann hätten wir eigentlich fast alle Zuglizenzen hier in diesem Spiel. Vielleicht läuft es ja mit der DE6 besser. Schauen wir mal. Wir gehen erstmal hier hin. Gucken wir mal, haben wir Fees hier? Ja, ich habe hier Fees, aber die will ich jetzt hier nicht bezahlen. Ich kaufe mir erst die Lizenz. Wartet mal. License. So, jetzt gehen wir runter und gucken mal. Da ist die DB6. DE6. Na, jetzt soll ich natürlich hier alle Fees clearen, ne? Und wenn ich die hier cleare, dann werde ich, glaube ich, kein Geld mehr haben. Gucken wir noch mal. Warte mal. Zurück. Also das mit dem ganzen Fees-Scheiß, das nervt mich einfach nur. Wir kennen das ja, ne? So. Dann so will ich die mal bezahlen. So, dann hätten wir die jetzt bezahlt, ne? So, dann gehe ich jetzt mal zurück und hole mir die Lizenz. Hoffentlich habe ich jetzt noch genug Geld. Und zack. Confirm. Zack, haben wir noch 10.000 übrig. Confirm. Und wir haben unsere Lizenz. Mit 1.400 Tonnen dürfen wir jetzt ziehen. Also das ist ja schon mal eine wirklich krasse Nummer. Die legen wir mal hier hin. Also 1.400 Tonnen. Welche Lizenz fehlen uns jetzt noch? Jetzt schauen wir mal eben, welche Lizenz uns noch fehlen. Ich habe jetzt noch circa 10.000, ne? Okay. Das sind 20.000, 40.000, 130. Oh nee, da müssen wir noch was fahren für. Da müssen wir noch für fahren. Aber das macht nichts. Also wir sollten jetzt gucken, dass wir irgendwann Gefahrengut bekommen. Schauen wir uns mal die neue Lok im Detail an. Also wir werden heute keine Tour machen, sondern wir werden mal schauen, wo die Lok überhaupt steht, ob hier eine steht. Und die schauen wir uns dann in Ruhe an und dann gucken wir, dass wir langsam die Gefahrengutdinger hier fahren dürfen. So, haben wir hier eine Halle oder eine Y-Weiche, wo die drin stehen denn manchmal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist ja auch so viel Neues hinzugekommen. Es gibt ja jetzt so einen Anhänger, den man, glaube ich, mitziehen kann. Und da kann man seine Fees bezahlen und so. Aber wie gesagt, also das mit den Fees, ich finde das in diesem Spiel total scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht irgendwie den Spielspaß kaputt, an jedem Bahnhof da neue Fees bezahlen und na, weiß ich nicht. Also das ist, ich finde es doof. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben. So wie es aussieht, gibt es hier jetzt wieder keinen anderen Raum, wo wir uns eine Eisenbahn spawnen können. Wo hätten wir denn Glück, dass wir mal eine finden? Wir sind jetzt hier unten in Steel Mill. Dann würde ich doch mal sagen, wir jumpen rüber nach da oben. Wir springen mal ein bisschen durch die Karte hier, ne? Ihr wisst das ja. Mit dem Teleportieren, das geht ruckzuck. Also das leckt jetzt nicht bei euch. Ich springe jetzt wieder ein bisschen. Hätte ich auch mal vorher machen können. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ein bisschen hier noch in die Richtung. Also da sollten die Entwickler noch mal ran. Entweder das Fee-System besser ausbauen. Aber wenn ich eine Lizenz habe, dann muss ich nicht so viel bezahlen. Was soll der Blödsinn mit so viel bezahlen? Und wenn ich jetzt mal stehen bleibe und hole mal eben eine andere Lok, dann
kannst du da auch wieder richtig die Fees bezahlen. Also wie gesagt, wir haben ja schon ausführlich und ausdrücklich darüber in den Kommentaren diskutiert. Meine Meinung steht trotzdem fest. Ich finde es kacke. Ihr könnt es besser, ihr könnt es gut finden. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich es kacke finde. So, schau mal, eben gibt es hier einen Zug oder was? Ne, hier gibt es gar nichts. Auch, dass hier so wenig spawnt, das ist auch so ein Ding, ne? Ja, dann müssen wir weiter. Dann müssen wir weiter im Text. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? Ne. Dann gucken wir eben weiter. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Warte mal, ich muss jetzt ein paar Mal hüpfen. Ja, hier in die Richtung, ne? Jupp, so. Also, ich bin der Meinung, wie gesagt, weg damit oder zumindest mal umändern. Dass wenn man eine Lizenz hat, dass man, also das ist ja richtig hoch übrigens, ne? Ich weiß, der ein oder andere hatte mir jetzt ein Video dazu noch verlinkt, wo das nochmal komplett alles erklärt wird, aber trotzdem finde ich das für die Tonne. Aber das, jeder darf nur seine eigene Meinung haben, ihr könnt gerne eine andere haben. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt hier hinten die bekommen. Die neue Lok hier. Die DE6 auf jeden Fall. Und dann müssten wir rein theoretisch, so habe ich zumindest aus dem Video der Entwickler verstanden, uns den Anhänger besorgen. Und der Anhänger steht bei Onkel Bob irgendwo. Ich habe den Schlüssel für Onkel Bobs Garage. Vielleicht holen wir uns den gleich mal mit dem neuen Zug, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, wie ich das mir vorstelle. Ne? So, jetzt geht es hier noch hoch und dann müssten wir da sein. So, und hier kriege ich wieder bestimmt die neue Lok. 1400 Tonnen, wir sollten uns das auf jeden Fall merken. Guck mal, hier steht auf jeden Fall schon mal viel zum Transportieren. Ich muss jetzt nur gucken, wo wir Glück haben könnten, wo so ein Schuppen ist. Hier, das müsste das doch sein, ne? Okay. Dann gucken wir uns jetzt die neue Lok an, die wir uns freigeschaltet haben. Wo sind meine ganzen Skins? Wo sind meine ganzen Skins hin, verdammt? Ich habe gar keine Skins drauf mehr. Was zur Hölle? Naja, okay. Hier steht auf jeden Fall eine Lok. Das ist unsere neue Lok hier. Die werden wir mal fertig machen. Einfach mal zu gucken, wie das hier so funktioniert. Dann setzt man sich hier schön hin und dann sitzt man hier und dann kann man hier die richtig schwere Diesel-Lok hier bedienen. Guckt euch den Kaliber an. Den haben wir endlich. Allerdings nicht mit einer schönen Dingens, ne? Mit einem schönen Mod. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ja, also, mal rein in die, in den St. Peter und dann fahren wir die mal kurz raus. Also wir müssen zuerst hier hinten hin, so viel ich noch weiß aus dem Video. Dann alles hoch machen hier. Hier hoch. Okay. So, und jetzt müssen wir hinten irgendwie einen elektrischen Funken erzeugen. Oder irgendwie was starten zumindest. So, das haben wir. Und schön ist der Lachs an hier. Und schön ist der Lachs an. Sieht gut aus. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ding auch fahren können. Damit werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall rumhämmern. Ich würde sagen, erstmal auf nach vorne setzen und dann ein klein bisschen Gas geben. Und die Bremse lösen. Ne? Und schon fährt unser kleines Kätzchen. Schnurrt ein bisschen.
Und in der Sonne sieht ihr bestimmt noch Pol. Aber wieso habe ich. Wo sind meine Mods denn? Ich muss meine Mods gleich schlagen. Darf ich nicht vergessen, Freunde. So, ich hoffe, das langt zum Drehen. Oder bin ich schon zu weit? Nee, das ist optimal. Na, können wir doch hier ein schönes Bild machen. Wobei, ein schöneres Bild wäre es natürlich, wenn ich den Mod drauf hätte. Aber naja, okay. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir fahren mal. Lass uns mal eben gucken. Irgendwo muss doch Onkel Bobs Scheune sein. Wo ist denn die, Mensch? Das ist immer die Frage. Wir können mal hier runterfahren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal eine Querfeldeintour. Wobei können wir uns gar nicht erlauben. Wir haben noch keine Kohle. Falls wir wieder tanken müssen oder sonst so eine Scherze, ne? Wir können ja mal eben gucken, was jetzt hier so an Aufträgen liegt, die ich die nächste Folge machen kann. Oder warte ich bis zur nächsten Folge, damit ich die Mods wieder laden kann. Dann sieht es schön aus. Ich glaube, ich lade die Mods wieder nach. Naja, auf jeden Fall seht ihr ja, das ist hier unser Schätzchen. Die neue DE6. Wirklich ein Riesenkasten. Die hat auch richtig Bums. Hier können wir leider nicht reingehen. Aber wir haben zumindest mal neue Position hier. Wobei ich die Sicht hier auch ein bisschen schade finde. Also die ist besser als wie bei der Dampflok, gar keine Frage. Aber man hat hier so einen Riesenklotz und einfach keinen Platz. Kann ich denn hier sonst noch irgendwo reinnähen, ne? Nee. Wir wissen aber auf jeden Fall jetzt, wie die Kiste hier angeht. Ah, ist schon schick, ne? Ist schon schick, Freunde. So, was haben wir denn hier alles für Anzeigen? Also hier haben wir Break. Break. A Bar. Dann haben wir hier Tachometer, wie schnell wir sind. Engine-Temperatur. Und wir haben Amperage. Amperes, okay. Wie viel Strom wir verballern. Lass mich mal hinsetzen. Was haben wir hier noch? Fuel, Öl, Bell. Bell sind doch Glocken. Headlights. Cabin Lights. Oh, das sieht ja schon mal schön aus. So, du bist der Throttle. Wie viel Gas wir geben. Was bist du denn? Da bin ich mir noch nicht sicher, was das ist. Da müssen wir mal gucken. Dynamic. Dynamic. Das ist Not aus. Ja, und das sind hier meine ganzen Zugbremsen. Witzig. Witzig, der ganze Lachs hier. Ich guck mal, wie draußen das Licht aussieht. Hä? Aber ich habe Licht angemacht, das ist kein Licht an. Ja, und hier ist die alte, schäbige S282. Ihr kennt sie noch. Was haben wir hier geschaufelt, ne? Und alles. Ich glaube, die ist auch ein bisschen besser geworden mit dem letzten Patch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die werden wir sicherlich nochmal fahren, wenn wir ins Museum fahren, nämlich. Ansonsten haben wir jetzt hier die schöne Kiste hier. Und den Lachs, den werden wir wirklich jetzt gleich nutzen. Ich werde jetzt in Ruhe nochmal gucken, dass ich die Mods drauf mache. Warum die nicht mitgeladen werden, keine Ahnung. Und wenn ich die Mods geladen habe, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal eine schöne Tour von hier machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.